Der 16. April begann friedlich, erinnert sich Michael. Das ist nicht sein richtiger Name. Er möchte nicht erkannt werden, denn der Aktivist muss vorsichtig sein. An jenem Tag protestierte er mit vielen anderen gegen die Inhaftierung von Oppositionellen in Gambia. Die Sicherheitskräfte lösten den Protest gewaltsam auf. 30 Teilnehmer wurden zu je 3 Jahren Haft verurteilt. Wir haben hier keine Möglichkeit, unsere Ideen und Meinungen zu äußern. Es gibt nur noch Angst. Sie suchen noch immer die Leute, die damals protestiert haben. Wenn du dabei warst und irgendetwas bei Facebook oder den sozialen Medien schreibst, dann werden sie dich finden und du wirst einfach verschwinden. Niemand weiß dann, wo du bist. Vor 22 Jahren hat sich Präsident Yahya Jammeh an die Macht geputscht. Immer wieder macht er negative Schlagzeilen. Homosexuellen droht er die Kehle durchzuschneiden, zu kritische Diplomaten werden ausgewiesen, den Internationalen Strafgerichtshof will er verlassen. Jammeh hat zwar bereits mehrere Wahlen gewonnen, doch der Ablauf wurde regelmäßig von Beobachtern und Opposition angezweifelt. 2 Kandidaten treten diesmal gegen ihn an. Zum ersten Mal auch ein großes Oppositionsbündnis, angeführt von Adama Barrow. Er verspricht mehr Freiheit und ein Ende der Furcht im Land. Der Präsident hat nicht viel für dieses Land getan. Er hat es sogar rückständiger gemacht. 1975 war unsere Infrastruktur besser als heute. Selbst in der Hauptstadt gibt es kaum vernünftige Straßen. Die Situation wird immer schlimmer. Wir brauchen dringend einen Wandel. Gambia lebt hauptsächlich von Landwirtschaft und Tourismus. Die Jugend beklagt sich über Perspektivlosigkeit. Tausende machen sich jedes Jahr auf den Weg nach Europa. Präsident Jammeh und seine Regierungspartei trotzen aller Kritik von Opposition und Menschenrechtsorganisationen. Auch nach 22 Jahren im Amt sei der Präsident noch lange nicht amtsmüde. Jammehs Parteifreunde loben vor allem die Fortschritte im Bereich Gesundheit und Bildung. Ein Klima der Angst und eine unterdrückte Opposition, wie die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisiert, gebe es nicht. Ist wahr. Das stimmt nicht. Die Opposition wird hier nicht unterdrückt. Aber die Würfel sind ohnehin schon gefallen. Unsere Leute stehen hinter uns und dem Präsidenten. Am 1. Dezember werden wir die Sieger sein. Da gibt es gar keinen Zweifel. Unsere einzige Sorge ist, dass wir noch mehr Stimmen holen als bei den letzten Wahlen. Dass Präsident Jammeh diesmal mehr als 72% der Stimmen holt, das, so befürchtet es Aktivist Michael, sei bei allen Einschüchterungen nicht unrealistisch. Er will trotzdem nicht aufgeben und weiter friedlich für einen Wandel kämpfen.